Ich heiße Katrin Baumgartner, ich bin Kinderärztin und habe jetzt 3 Jahre in den Nürnbergen in dem Projekt mitgearbeitet. Das ist ein Krankenhaus mit 70 Betten. Wir behandeln dort Patienten zwischen 70 und 120 stationäre Patienten. Ein Großteil Kinder, aber auch viele Erwachsene. Wir haben dort ein OP und machen Operationen. Wir haben eine große Ambulanz, wo jeden Tag zwischen 150 bis 200 Patienten kommen zur ambulanten Versorgung. Because of the stage. Du hast ja hier, musst mit lokalem Personal zusammenarbeiten. Das Land ist seit über 30 Jahren im Krieg. Wie ist das so mit denen? Die sind ja oft fehlt auch Schulbildung. Ausgebildetes Personal ist sicher schwer zu finden. Wie versuchst du das zu lösen mit den Einheimischen hier? Dadurch, dass Kapanamur schon viele Jahre in den Nürnbergen vor Ort ist und es so ein System gibt, dass man Leute im Job anlernt, ist es über die Jahre schon ganz gut gewachsen. Sowohl die lokalen Mitarbeiter kaum Schulbildung oder weiterführende spezielle Ausbildung haben, können wir einen Krankenhausbetrieb sicherstellen. Natürlich, manchmal ist es mit einer anderen Qualität, wie man das von zu Hause gewöhnt ist. Und natürlich stößt man dann auch an Grenzen oder man hat da ganz andere Herausforderungen. Wir versuchen, unseren Staff regelmäßig auch auf einen neueren Stand zu bringen und weiter zu trainieren und das Wissen, was wir in Deutschland haben oder was wir in Deutschland gelernt haben, auch den Leuten hier beizubringen oder mitzugeben. Die Leute haben auch kaum Möglichkeiten, mit der Außenwelt in Kontakt zu treten. Es gibt kein Internet hier. Also neuere Informationen ist auch für die nicht möglich zu gewinnen. Also manchmal ist es nicht einfach, aber über die Jahre hat sich ein ganz gutes System etabliert, dass man einen vernünftigen Krankenhausbetrieb sicherstellen kann. Okay, this is the left atrium, this one. This valve is the mitral valve, which we are seeing here. This is the right chinoventricle, and this is the right atrium. Okay? Du bist als Ärztin hier, aber du machst auch viele andere Dinge. Was musst du noch so neben deinen eigentlichen ärztlichen Tätigkeit, wegen der du hier bist, noch so machen? Also es ist auch von der ärztlichen Tätigkeit, kann ich sagen, sprengt den Rahmen, aber ich bin ausgebildet als Kinderärztin und in Deutschland arbeitet man ja dann nur mit den Kindern. Wenn auch ein Kind mit einer Verletzung kommt, wird es dann meistens schon zu Unfallchirurgen oder Spezialisten geschickt. Und hier ist man dann mit Schwangeren auch beschäftigt, mit Erwachsenen, mit Unfällen. Also auch das Medizinische ist schon sehr anspruchsvoll, weil man natürlich weit über sein Gelerntes hinaus dann auch tätig sein muss. Und es auch oft gefordert wird von den lokalen Leuten. Also oft ist ja so der Glaube, dass ein Arzt natürlich alles kann. und natürlich, so ein Tag hört er nicht auf.
du noch was sagen? Oder? Ja, also die, obwohl die Arbeit sehr, sehr anstrengend ist, ist es auch, also gerade die letzten 3 Jahre, man lernt so viel über sich selbst und auch von anderen Leuten. Also es ist eine unglaublich wertvolle Zeit, die ich in meinem Leben nicht missen möchte. Also ich habe so viel über mich selber und für mich auch gelernt. Ich hoffe, ich konnte auch den Leuten ein bisschen was geben. Also ist auf jeden Fall eine gute und sinnvolle Tätigkeit. Obwohl man es, man hat viele Entbehrlichkeiten, aber ja, ist trotzdem sehr, sehr schön und sehr, sehr wertvoll.